Hallo und herzlich willkommen hier am Start bei den Webbies mit mir, dem Chris. Und wir haben nochmal Reward für euch am Start. Wir hätten eigentlich gedacht, es ist wie letztes Jahr, dass die letzten 2-3 Wochen gar nicht mehr zu spielen sind. Doch wir haben uns eines Besseres belehren lassen und deshalb geht's ab in die Rewards. So, meine Lieben, wir treffen uns in der entscheidenden Situation. Und hau mal die zwei Player Picks raus und ich hoffe, wir können anschließen an der letzten Woche, wo wir Salah gepickt haben. Wäre natürlich absoluter Hammer, wenn wir eins draufsetzen könnten. Oder wie gesagt, nochmal gleich ziehen, wäre natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, wir öffnen, wie gesagt, das erste und hoffen auf, okay, nichts Besonderes. Aber wie gesagt, wir nehmen 91er Rating mit. Geht soweit klar. Und jetzt liegt die Hoffnung natürlich in dem zweiten Pick, meine Lieben. Auf geht's, come on, Daumen drücken. Und wir haben Oblak 95, Donnarumma 95 und Diagne 93. Die Ratings sind eigentlich gar nicht verkehrt. Aber, ja, ein 95er Rating hätte auch ein anderer Spieler sein können. Aber sind wir nicht unzufrieden, wie gesagt, mit Gold 3 ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben aber auf jeden Fall noch die Division Rivals zurückbekommen in der Division 1. Und ich würde sagen, wir starten mal in die Packs, weil die sehen wirklich sehr nice aus. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Freunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah ja. Wieder kein Walkout. Vielleicht Tafel geht auch wenigstens auf entspannte Weise. Rechter Flügel. Ich hätte Pedro gedacht, Suso 83. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, den jungen Mann. Wir gehen weiter mit dem nächsten Megapack und hoffen, wie gesagt, einmal auf die graue Schrift, was natürlich sehr, sehr entspannt wäre. Die Tafel geht auf. Ich hätte gedacht Edin Dzeko, aber haben wir dann doch nicht. Wir haben Visca. Übrigens gerade aus dem Team of the Season abgepickt. Schade. So. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir ziehen die Megapacks und hoffen natürlich vielleicht. Och, wir haben den Walkout, Freunde. Wir haben einen Deutschen, wir haben einen ZOM. Oh, wir haben Özil. Das war's ja wohl wirklich komplett. Özil 86. Ich bin schon gespannt wirklich auf die Karte von nächstes Jahr. Mesut Özil, ich denke, er bekommt einen Downgrade. War hoffentlich im Kader. Deshalb, ich denke, dass er wahrscheinlich 85 oder 84 bekommen wird. Oh, und dann haben wir natürlich noch einen heftigen Inform mit Mukosa am Stissel. Aber zumindest eine Walkout am Start. Das freut uns immer. Schön. Nächstes Megapack. Und vielleicht auf den Spann nochmal. Leider kein Walkout. Aber zumindest geht die Tür auf. Die Animation natürlich nächstes Jahr auf Falcao 85, nice. Ist jetzt ja in die Türkei gewechselt. Aber die Animation, ich bin wirklich absolut gehypt mit den ganzen Funkenregen etc. Sieht wirklich mega nice aus. Und es ist auch wirklich nicht schlecht, Falcao nehmen wir gerne mit. Dann haben wir noch 81 bis 83 als Player Pick am Start. Und ich würde sagen, wir gehen hier mit Savic. Haben wir schon im Besitz, nehmen wir hier Pizzi. Dann nehmen wir den hier. So. Ja, eine kleine Hoffnung ist noch, vielleicht so auf eine Abschlussikone. Hallo! Auf eine Abschlussikone vielleicht, ja? Nö. So, und dann haben wir hier noch ein weiteres Megapack und ihr habt gesehen, wir haben ein Tots-Set auch noch mit am Start. Die Tafel geht auf. Wir haben einen Franzosen am Start, wir haben einen Torwart, wir haben Mandanda am Start. So. Ah, die Junge ist auch mit dabei. Dann gehen wir ins seltene Spielerpack. 12 Spieler, 12 Söldner. Zum Abschluss, come on! Gib uns die weiße Schrift auf! Leider nicht, aber die Tafel geht auf. Wir haben einen Spanier, wir haben einen Mittelfeldspieler, wir haben den 84er Ilaramendi.
Ist okay, wenn man mal bedenkt, dass ja nicht mehr so viele Spezialkarten zu ziehen sind. Und wir natürlich zum Schluss von FIFA wirklich extrem stark verwöhnt waren. Wirklich extrem stark verwöhnt waren. Würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt hier einen Top-Spieler aus PL, BL, der Liga Serie A und Ligue 1. Und ich würde sagen, wir gehen in uns, konzentrieren uns und pushen. Bam! Mit dem No-Step das Pack hinaus und hoffen natürlich auf eine krasse Nummer. Er ist natürlich blau. Okay, es ist nicht zu vergessen. Robertson 94 ist ein nicer Pick. Der geht auf jeden Fall klar. Aber die Hoffnung wäre natürlich zuletzt an Ronaldo gehangen. Aber leider müssen wir uns natürlich mit Robertson zufrieden gehen. Ist okay, würde ich sagen, waren trotzdem einigermaßen gute Rewards. Und damit sind wir raus. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Und ich hoffe, vielleicht gibt es nochmal die Rewards. Ansonsten sehen wir uns dann in FIFA 20 und mit Mega Pack dann am Start.